Hey, da was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Heute mit einem Monarchen Deckprofil von den Regionals. Ja, Mann. Hat unser neuer Spieler hier, neuer Kollege, mal gespielt. Er hat sich für Monarchen entschieden. Warum? Ja, ich sag mal, für Neueinsteiger ist es eigentlich das beste Deck zum Bauen. Also dreimal Starterdeck und ein paar Karten. Dann ist mal wieder im Geschäft drinnen. Was ich ein bisschen unterschätzt habe, ist, man muss die Regeln schon gut können, also die Ketten. Das ist nicht so einfach, also da muss man sich schon, da muss man schon ein bisschen Zeit investieren. Und da habe ich auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Dein Eindruck so vom Meta und vom Turnier heute? Ja, Meta, ich habe glaube ich jedes Mal gegen ein anderes Deck gespielt. Viele Black Bros, viele Monarchen. Ja, also ich glaube Monarchen ist das meistgespielte Deck. Also da muss man auf jeden Fall was im Zeit dagegen haben. Matchups. Erste Runde Mirror Match gegen Monarchen, zweite Runde gegen erste Runde gegen Gladiatoren, zweite Runde gegen Monarchen, dritte Runde gegen Satella, vierte Runde gegen Maschine. Gegen Cosmo habe ich auch noch gespielt. Die Maschine war Cybertruck. Genau. Cosmo habe ich noch gespielt und jetzt der Gegner, ja, kein Gegner. Alles klar, zeig mal dein Deck. Dreimal Erebus, dreimal Hinter, dreimal Kurat. Drei Kurat. Wie kam der so? Der kam eigentlich richtig gut. Also ich spiele noch dreimal Chicken Game zerschießen, Idee zerschießen, Token zerschießen. Also der kam echt gut. Also ich habe mich mal für die Version entschieden, anstatt viele spielen sie ja mit Majestic Field und so weiter. Ich habe das mir mal mit drei Kurat gespielt, also der kam richtig gut. Dreimal Idea, zweimal Eidos, zweimal Chicken Game. Wie kam die so? Die ist eigentlich, die kam richtig gut. Die ist eigentlich nie tot, man zerschießt sie mit Kuras. Oder, was war der Gedanke, die zu spielen? Deck verdünnen und besser ziehen. Mit Kuras kann man die zerschießen, ziehen. Oder Domäne ersetzen. Und dann ist sie Upset Goblin. Viele Spieler wissen nicht, dass man dann keinen Schaden kassiert. Ist auch manchmal von Vorteil. Ja, also mit der bin ich auf jeden Fall zufrieden. Dreimal Upstart, dreimal Fantismus, dreimal Rückkehr, dreimal Stormfall, dreimal Domäne, dreimal Hartnäckigkeit, dreimal Twister. Warum? Also Twister finde ich in dem Deck richtig gut. Vielleicht spielen nur zwei, aber mindestens zwei, weil Backrows wegmachen, die wollet man eh jedes Spiel und wenn man die schon drin hat, weiß man, bei Monarchen ist es schwer, was man rauszieht beim Zweitdeck und die hat man dann schon drinnen, dann muss man sich eben nicht entscheiden, was man rauszieht. Und auch wenn man irgendwie, was weiß ich, wenn der Gegner irgendwie Eccentric hat oder sowas. Und, ja, also die ist auf jeden Fall gut, mindestens zweimal werde ich die auf jeden Fall spielen. Ja, und dann noch einmal primäre Monarch, Eskalation habe ich nicht gespielt, die kam immer tot. Mit der war ich nicht zufrieden beim Testen. Das war nicht eigentlich eine starke Karte, aber die kam eigentlich immer tot. Und wieso die nur einmal? Also einmal reicht eigentlich aus, weil den Effekt kann man eh nur einmal machen. Die wurde eigentlich wenig entfernt. Stimmt schon, dass sie mal entfernt werden kann mit Cosmojo oder so. Aber wenn man die auch zweimal zieht, ja, ist nicht so gut. Und eigentlich macht man nur den Grave-Effekt zu Reborn. Den Zieh-Effekt macht man selten. Also einmal hat eigentlich gereicht. Viele spielen die zwei oder dreimal, aber einmal hat gereicht. Genau, extra Deck. Also Artefakte dreimal den, also zweimal reichen einer auf jeden Fall raus, aber der ist auf jeden Fall gut gegen alles, was extra hat. Also mit dem bin ich zufrieden. Das einzige Blöde ist, dass die Belehrenfest zerstört werden, dass sie nicht beschworen werden. Ein bisschen madig, aber sonst ist der gut. Also zweimal will ich den Spieler einen raus. Einmal den, der kann auch zum Beispiel Mask of Restrict zerstören, wenn die einer boardet. Oder Schattenspiegel oder was weiß ich was. Und solche Sachen kann der zerstören. Einmal Nudelkönig für Müller. Dreimal das Ding am Sturz, die Maschine, Cosmo. Dreimal Artefakt zum Super, um die zu suchen. Und wenn die zerstört wird, ist auch nicht schlecht, weil irgendwie Mask of Restrict zerstören oder was weiß ich was. Zweimal die. Was kann diese Karte? Also die ist, wenn du Monarchen,
Ritual- oder Fusionsmonster draußen hast, kann der Gegner die nächsten zwei Runden keine Monster aus dem Extra-Deck beschwören. Und die wollte ich mal testen. Die kam heute eigentlich nicht so gut. Ich glaube, gegen Pepe wahrscheinlich. Gegen Pepe und was alles, was viel auf Extra-Deck steht. Heute kam die nicht so gut. Vorher beim Testen auf Dueling Network kam die eigentlich ziemlich gut. Wenn der Gegner viel Backrow-Hate, Twister, Space und so weiter boardet, Raigeki, dann kann ich die immer bei Raigeki und so weiter anketten. Bei Twister kann ich die dann spielen und dann, sagen wir mal, zwei Runden kann er nichts beschwören und kommt nicht über meine Monarchen rüber. Also kann tot kommen, aber kann auch, ja, die muss ich noch ein bisschen weiter testen. Also die ist nicht schlecht, die hat auf jeden Fall Potenzial. Ja. Dann einmal Durchbruchfähigkeit, Mirror und ja, auch irgendwie, was irgendwie Effekte hat und so weiter, habe ich halt nur weiter geholt. Ist auch nicht schlecht. Und einmal Crush Card Virus. Wollte ich auch mal gegen Monarchen testen auf Enos. Habe ich leider nicht gezogen, aber in der Theorie, glaube ich, ist die nicht so schlecht. Muss man mal ausprobieren. Ja, kam leider nicht so weit raus. Alles klar. Dein Fazit zu Monarchen. Wirst du es in Zukunft noch weiterspielen? Ich werde es auf jeden Fall in Zukunft weiter testen. Bei Monarchen ist es auf jeden Fall schwierig, eine konstante Version zu bauen. Ja, also man muss die perfekte Version, gibt es nicht, glaube ich. Es gibt viele verschiedene Versionen, aber es ist schwierig, wirklich damit konstant durchzuziehen. Also ich denke, es kann auf jeden Fall gut mithalten, aber das Problem ist halt, wie man halt sieht. Ja, das ist das halt. Ja. Alles klar. Danke, danke dir. Gutes Essen. Alter, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt mir's.